Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio-Video-Magazin, einem neuen Video unsererseits. Wir sind beim besten Hamburger Skiwetter in Hamburg. Hinter uns erkennt es wahrscheinlich eh schon Miniatur-Wunderland. Wir haben gestern drüber gesprochen. Das letzte Mal, als wir hier waren, gab es noch nicht mal Ride-Review, glauben wir. Und jetzt sind wir natürlich dementsprechend noch umso gehypter als sonst schon. Und wir nehmen euch heute mal mit ins Miniatur-Wunderland. Und wer das nicht kennt, der muss jetzt sowieso dranbleiben. Wer es kennt, der will sehen, was wir dazu sagen. Kommt mit, Kinder. Ich komme. Good morning, das ja, Übersicht der Herkunftsländer der Wunderlandbesucher. Deutschland ist in die Bundesländer aufgeteilt. Ja, wir sind Spitzenreiter. Hey, hey, hey. Hamburg, kommt mal ein bisschen öfter hier hin. Ihr seid hinter uns. Okay. Oh. So, erstmal vorweg, wir können nicht so krass jetzt auf die ganzen Landschaften eingehen. Erstmal ist das viel zu viel und das muss man sich alles wirklich selber angucken. Ein paar Sachen werden wir auch schon erläutern. Wir sind jetzt aber nicht so die Global Trotter, die euch hier was sagen können, wie authentisch diese Landschaft ist, auch wenn wir fast durch alles schon mal durchgefahren sind. Ich bin auch jetzt nicht der Eisenbahner durch und durch und kann euch jetzt alles vom Endwagen bis zum letzten Freight erzählen. Machen wir auch nicht. Aber ein paar Sachen, also Uschi ist Frau Wimmelbild und wird auf jeden Fall da so ein paar Details ansprechen, aber es sind so viele Details, das kannst du auch wieder vergessen. Wir haben gerade schon E.T. entdeckt, der Weihnachtsmann ist hier unterwegs. Aber was ich hier und da mal einbringen will, sind thematisch zum Freizeitpark passende Dinge, wie zum Beispiel der Lokflum. Also ihr kennt ja diese Baumstammbootfahrt, die sogenannten Lokflums. Und wir haben hier eine Goldgräberstadt und dann ist das hier auch im Modell dargestellt und die, ja, meist waren es kanadische Holzfäller, haben halt oben in den Bergen die Bäume gefällt und um die Baumstämme nach unten zu kriegen, hat man solche Rinnen gebaut mit Wasser und hat die Baumstämme dann einfach darunter fahren lassen, dann hat man die ins Tal bekommen. Und weil die keinen Turn hatten, abends nach Feierabend dann den ganzen Berg wieder runter zu eiern, haben sie sich auf die Baumstämme gesetzt und sind damit runtergefahren. Und so ist der Lokflug entstanden, wie wir ihn heute in den Freizeitparks kennen. Und kleiner Hinweis noch, wir hatten das beim Buchen der Tickets auf der Online-Seite, hatten einen Warnhinweis, dass heute viele Kita-Gruppen hier sind, aber die benehmen sich und sind total niedlich und eben haben sie alle unten vor dem Aufzug quasi gekniet mit ihren Brotdosen auf dem Boden, mussten das schnell aufessen, weil die den Rucksack nicht mit reinbringen dürfen und dann wurde auch gesagt, ihr müsst jetzt ganz viel essen, weil ihr wisst, ihr dürft den Rucksack nicht mit reinnehmen. Oh, Einsatz der Feuerwehr! Ich liebe das ja, wenn sie überall ist was. Ab da! Der hat die angesehen. Boah, cool! Er ist hier mit. Überall fahren gerade Züge, Trucks, Autos. Ey, wenn da so viel Arbeit und Action ist, das liebe ich einfach voll geil. Hier und da ist jetzt der Weihnachtsbaum platziert, weil sie als Weihnachtsdeko. Jetzt steht der Baum wieder. Hä? Aber irgendwas hat sich hier unten eben gedreht, das habe ich gesehen. Ah. Area 51. Ach so. Guck hier unten. Eine Kuh? Natürlich. So, wenn hier der große Palaver ist, switcht das Ganze gerade im Miniaturwunderland. Und es gibt ja auch ab und zu zwischendurch den Nachtmodus für die, die das noch nicht kennen. Und was? Bitte. Ja. Und ja, dann hast du diese komplette Nachtatmosphäre, das liebe ich ja. Ich habe das früher zum Beispiel bei Rollercoaster Tycoon. Ey, ich habe es geliebt, wenn es Nacht wurde und noch mehr habe ich es geliebt, wenn es irgendwann geregnet hat. Das tut es jetzt hier natürlich nicht. Aber jetzt ist Night Mode und ja, richtig geil. Die ganzen Trucks hier auf dem Highway, die leuchten. Die Billboards werden beleuchtet. Wir sind nur am ersten Ding. Also, hier gibt es ja auch Las Vegas und ich habe gerade zwischen den Häusern blaue Achterbahnschienen gesehen. Da habe ich kurz gedacht, ah krass, ist das DC Speed oder so, die es nicht mehr gibt, die da auseinandergebaut in der Wüste liegt, wo wir auch Fotos schon mal von gemacht haben. Da sind wir beide hingelatscht und haben dann gemerkt, oh, hier wohnen ganzen Homeless-Leute unter der Brücke.
also in diesem Kanal. Nee, das ist die Bahn vom New York, New York Hotel, der Big Apple Coaster heißt der eigentlich so. Sind wir auf jeden Fall gefahren, schrecklich. Und das ist auch das New York, New York, weil das ist genau gegenüber von MGM und dann nehmen wir hier im Hotel. Rote mit gelben Stützen, Farbe passt gar nicht, Layout passt gar nicht. Sieht man noch, dass das so noch die Anfänge sind, wo nicht unglaublich krass auf jedes kleinste Detail geachtet wurde, damit das wirklich authentisch ist. Was nämlich auch nicht geht, meiner Meinung nach, ist, dass ein klassischer Mercedes Actros als Zugmaschine in den USA fährt, weil das fährt da nicht. Das habe ich, also ich habe es noch nie gesehen. Meckern auf ganz hohem Niveau, ne? Mist. Aber ich muss ja mal irgendwie eine andere Meinung auch noch haben, außer, boah, das ist geil, weil es mega geil. Florida. Glaube ich, ziemlich neu sogar. Also man hat die Kirmes, den Hamburger Dom hat man ja nochmal neu gemacht und hier sind viele Fahrgeschäfte und da können wir euch ein bisschen mehr zu erzählen. Ich weiß nicht, wo wir anfangen sollen. Vielleicht fangen wir ganz vorne an. Es gibt den Power Tower, aber eins dann, weil der Power Tower 2 sah anders aus. Freifallturm wird hochgezogen, fallen gelassen. Ich weiß nicht, es ist ja nur linear. Ich würde es halt nicht mit der Schwerkraft fallen lassen, weil das bei so Modellen immer viel zu schnell ist. Meiner Meinung nach. Dann die große Achterbahn, das habe ich irgendwie so ein bisschen mitbekommen, ich glaube Miniatur Wunderland YouTube-Kanal war das, die wohl ein Riesenproblem war, das Ding ans Fahren zu bringen. Es fährt auch nicht, der Zug steht in der Mitte vom Track. Ich glaube, so ein bisschen Vorbild zur Orientierung war die Alpina-Bahn, so wie das für mich aussieht, auch mit der Deko vorne. Also das Gesamtbild des Layouts der Achterbahn sieht so aus und dann hast du so ein bisschen diese bayerische Deko da. Schade, dass es nicht funktioniert, aber wir wissen ja aus der Community, es gibt viele Leute, die so richtig krass im Modellbau sind, in Achterbahnen, in 3D drucken und so weiter und so fort und das kriegt halt keiner anständig hin. Einen Twister gibt es, eine Enterprise, ein Skyloop, Schiffschaukel, dann gibt es noch einen Hus Condor, der sich hier dreht, sehr cool. Das wilde Mausmodell ist, glaube ich, so ein Standard Modell, was man kaufen kann. Das kann auch nicht fahren. Autoscooter, Lokflum gibt es auch. Der fährt auch, sogar echtes Wasser drin, aber die Boote fahren aufeinander und es ist nicht so gut. Das Jupiter Wheel, das Riesenrad ist hier. Apollo 13, der Booster,
Sieht echt gut aus. Ach stimmt, High Impress auch als Modell vorne. Dann gibt es einen Topspin. Wusstet ihr, dass ein fertig aufgebauter Topspin 170 Tonnen wiegt, wo 50 Tonnen aber nur Kontergewicht sind? Ein Starflyer. Und ganz viele andere Sachen. Genau, hier noch Predator auch noch. Ein Scanner, ja. Das ist schon verrückt. Und jetzt film ich doch mal, weil es jetzt Nacht wird. Aber auch nur von hier, weil wir nämlich schon wieder nicht drankommen. Das ist super beliebt. Wir hängen die ganze Zeit ununterbrochen 1000 Leute vor und gucken sich das die ganze Zeit an. Bei den anderen Stellen hast du mehr Platz. Also das klingt jetzt irgendwie so gemeckermäßig oder so. Das war einfach jetzt nur, um das mal aus der Sicht, wie realistisch diese Kirmes ist, zu betrachten. Das ist natürlich mega cool und echt gut gemacht und schön. Aber es gibt ja sehr viele Modellbaukirmessen auf großen, echten Kirmesplätzen, die halt auch auf dem Level unterwegs sind, würde ich behaupten. Und wir sind ja halt bei den absoluten Oberprofis jetzt hier gerade vor Ort. Also wirklich richtig, richtig cool. Super, super süß gemacht. Und bewegt sich die ganze Zeit irgendwas. Es ist überall was los. Super geil, du kannst dir halt hier angucken, wie das Ganze gesteuert wird. Ich habe eben hab ich schon gesagt, dass, also ohne diese ganzen kleinen Sachen, diese ganzen Details und dieses ganze Verliebte, wäre das ja super krass, super spannend. Aber also das krasse, super spannende wäre halt diese ganzen Züge, diese ganze Logistik, wann welcher Zug wann, wie, wo fährt, weichen und so weiter. Es ist ein bisschen was man dafür braucht, um das Ganze zu steuern. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles Einzelkram ist oder ob da nochmal Backups mit sind, aber es sind sehr viele, sehr große Monitore mit sehr vielen einzelnen kleinen Bereichen, die sehr viele Sachen zeigen. Und irgendwas, eine komplette Gruppe blinkt gerade rot. Irgendwas mit Feuerwehrfahrzeugen ist, glaube ich, nicht in Ordnung. Und es gibt dann auch noch hier ein Fenster, da kannst du bei den Modellbauern auch mit reingucken. Super cool, sehr, 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 sehr spannend, die Steuerung. Ich blicke da jetzt erstmal nicht durch. Hier ist natürlich in Knuffingen auch eine Tankstelle, die hat die aktuellen richtigen Preise. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich immer ändert, aber also es ändert sich gerade. Ja, das ist ein Display, das sind dann immer die aktuellen Spritpreise. Also das matcht auch mit den gerade wirklich da draußen realistischen Preisen. Wird irgendwann eng auf dem Display.
So, wir sind ein bisschen weiter. Ich habe ein paar Impressionen hier gesehen. Es ist halt super viel, super Spannendes. Aber ich glaube, den Flughafen kann man auch noch mal einzeln hervorheben. Und ich weiß ja, dass ein paar Flugzeug-Nerds unter euch und auch unter meinen Freunden sind. Es ist halt eine Riesenfläche, aber es ist auch eine Riesenattraktion für die Leute. Es gibt Boarding-Tafeln, Flugzeiten. Es gibt Leute, die das wirklich ernst nehmen und ernsthaft darüber sprechen. Oh, da landet wieder was. Nee, startet. Das ist ein Start. Ist eine kleine Maschine. Die Flugzeuge fahren hier auf dem Rollfeld, auf dem Vorfeld und so weiter und so fort selbstständig hin und her und fahren zur Start- und Landebahn und können dann wirklich starten, nachdem wir hier so autark durch die Gegend gefahren sind, und fliegen dann weg, beziehungsweise landen Flugzeuge. Das ist schon mal ziemlich cool. Dann gibt es aber so Situationen wie eben, war eine Maschine von Emirates, war es glaube ich, der ist... wollte landen, musste durchstarten und dann war da auch so, die Landung war so ein bisschen zu schwammig und dann ist er so nochmal durchgestartet und ist dann wieder weggeflogen. Richtig cooles Detail. Dann gibt es eine Biene, die habe ich das erste Mal gesehen, die kam mir durchgeflogen, und auf dem Vorfeld steht auch ein Millennium Falcon und ich hatte es glaube ich schon mal bei YouTube oder so gesehen, dass der hier halt auffliegt und dann mit entsprechender Musik und mit diesen Startsounds, und der Planet Tatooine steht auch mit auf der Tafel mit den Flugzeiten. Unglaublich cool. Wirklich richtig, 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 richtig cool. Hallenbad gibt es für die Jungs von Tube Rides hier auch. Weil da ein Schwertransport ist, der einen Windradflügel anliefert. Windräder und Bayern, das matcht ja nicht so, ne? Sommerrodelbahn, aber der Kollege steckt fest, also der kann nicht runterfahren, sonst wird der auch noch runterfahren. Ein Bremser. Ja, selbst hier. Mann, hier ist so ein. Also es gibt ja überall nochmal so kleine Sachen zu entdecken, so kleine Nischen und so. Und hier gibt es quasi die International World Domination, also quasi die NWO, die World Order. Und Illuminaten sind dabei, Banken, MI6,
Freimaurer, Mivula, Miniaturwunderland, die sitzen auch mit in diesem Beirat. Bei dir auf der Seite sind nochmal andere Sachen noch, ne? KGB sehe ich da gerade. Bayern. Bayern. Und dann sind hier ganz viele so kleine Szenerien. Du hast die Man in Black hast du dabei. Du hast die Mondlandung, die gefaked war, in so einem Filmset. Menschenexperimente, es gibt Nessie, das Monster von Loch Ness, Chemtrails, aber auch ein Ortseinfahrtsschild von Bielefeld. Also, diese Bielefeld und das Mivula mit da drin ist, super humoristisch aufgenommen und diese ganzen Mythen, Sagen, Verschwörungstheorien cool in so kleinen Szenarien hier komplett kompakt reingepackt, finde ich super nice. Ist ja auch noch dieser Untertagebahnhof, wo dann irgendwelche Drachen sind. Richtig cool. Mega geil. Wir sind jetzt hier im neuen Teil vom Miniaturwunderland. Wir sind quasi einmal in ein anderes Gebäude gegangen. Dafür haben wir eine riesen, wie sagt man sowas, nicht Brücke, sondern ja, schon eine Brücke, aber eben, ja,
gebaut zwischen den Gebäuden. Und das ist halt richtig so gemacht, dass du halt quasi dann aus Europa, dann ist an der Seite von der Brücke, wo du lang gehst, sind dann noch so quasi die Reisepunkte, die du überbrücken müsstest, um dann hier im neuen Gebäude in Südamerika anzukommen. Du hast dann Ägypten, den Ozean und was nicht alles, wo du dann eben lang bist, damit du auch aus Emotion nicht rauskommst. Und jetzt ist hier Brasilien dargestellt. Das ist, glaube ich, Rio de Janeiro, würde ich mal behaupten. Und du hast dann hier Favelas, du hast das Karneval, du hast Strand, Riesenstädte. Und das ist, glaube ich, so, wie es aussieht, das Einzige, was jetzt hier auch fertig ist. Aber du siehst überall sind Baustellen, also die sind hier alle ganz fleißig. Da hinten soll der Regenwald hinkommen, dann eine Wüste und alles Mögliche, was halt noch Südamerika ausmacht. Sehr spannend. Ich würde sagen, qualitativ sehe ich da jetzt keinen Unterschied. Die halten die Qualität. Also es ist jetzt nicht irgendwie was, wo du sagst, das ist jetzt hier ganz anders gemacht oder besonders modern oder so. Also, ja. Aber gefällt uns auch immer noch gut, nicht wahr, Dennis? Kamera sagt ja. Das Angebot hier in Miniatur Wunderland ist ja auch erweitert worden inzwischen durch Julbi. Julbi kennt ihr ja auch aus dem Europapark zum Beispiel. Das gibt es auch jetzt öfter als Standalone Attractions oder Ergänzungen zu FECs. Und hier ist es halt Julbi Wunderland und du kannst dann zwei verschiedene Varianten machen. Einmal 30 Minuten in einer kleinen Gruppe auf 250 Quadratmeter war es, glaube ich. Und eine 10-minütige Version als Einzel-Experience auf 80 Quadratmetern. Das erste ist, glaube ich, ab 12 und das andere ab 8. Das kurze ab 8. Und du tauschst quasi die Rollen, wenn ich das richtig verstehe, auf dem Schild. Du schlüpfst also quasi, also du hast ja die ganze Zeit hier von oben in diese Welten reingeguckt und dann tauschst du die Rollen und dann bist du in der Miniatur-Wunderwelt und guckst da raus. Ich habe es nicht gemacht, ich werde es jetzt auch nicht buchen, weil VR ist VR und holt mich nicht ab. Ist wohl VR-Technik der nächsten Generation. Also man hat hier schon was noch kommt. Wer weiß, was das ist. Kannst du im Raum frei bewegen wohl? Ja. Weiß ich nicht. Was ich mich frage ist, falls das einer von euch schon mal gemacht hat, dann schreibt das gerne mal. Ist das dann so Videocontent aus diesen Welten und ist das, und wenn ja, ist das dann auch mit Gästen, die von außen reingucken oder ist das dann nur im leeren Raum? Also das interessiert mich, wie es gemacht ist. Das finde ich spannend. Damit hört es aber auf.
einfach noch Bürgermeister. Und die Blau. Wo sind wir denn hier? Wir sind jetzt hier in der Ausstellung quasi die Geschichte des Miniaturwunderlands. Die wird zum 20-jährigen Jubiläum erstellt. Ganz cool gemacht eigentlich. So ein Zeitstrahl, auf dem Boden sind noch Fakten, hier sind ein paar Bilder, Videos, dann noch kleine quasi Sonderausstellungsstücke, die die damals dann hatten, die auch hier erläutert werden und so. Kannst du sagen, das ist sehr detailreich, die Zeit. Ja, genau. Also sehr detailreich dokumentiert die Zeit mit vielen kleinen, wie gesagt, Bildern und so. Also viele Fakten, super interessant. Also nicht einfach nur, hier haben wir das gebaut, da haben wir das gebaut, sondern auch so Probleme und kleine Details. Kurz nochmal eine kleine Ergänzung zu der Kirmes. Ne? Baukosten von der Modellkirmes 750.000 Euro. Da kriegst du auch ein richtiges Fahrgeschäft für. Ganz nice, so eine kleine Aufstellung hier. So hätten wir gerne alle unsere Schweine gehalten und dann eine gemessene Blabla. Und hinten Station 4 ist das, was die meisten von uns sich einfach nur leisten können. Wie geil das einfach ist, wenn man von sich selber als Miniaturmodellattraktion ein Miniaturmodell macht. Aber ist echt cool. Voll gut. Matcht nicht so ganz. Sieht aus wie eine Mischung aus Blue Fire in Rot und Icebeat oder irgendwie sowas ähnliches. Naja. Ist auf jeden Fall nicht das, was hier drin ist, drauf auf dem Bild im Maßstab 1:700. Das ist, warum? Auch allgemein gibt es jetzt sehr, sehr viel sehr kuriosen, komischen Schrott, der verkauft wird, warum auch immer. So, ja, er trägt sich wieder was an. Der Junge ist nämlich ziemlich kalt. Der Bill wackelt scheinbar auch vorzeit da rein. Und wir sind durch mit Miniatur Wunderland. Richtig gut. Wir waren, wie gesagt, schon vor einigen Jahren hier. Und hast du was gesagt? Dann war das der Junge da auf dem Kutter. Der ist ziemlich laut gerade am Rumpeln. Da ist der Bro. Was ich auf jeden Fall sagen möchte, du merkst es, obwohl das schon so groß ist, so gut gewachsen ist und so, merkst du einfach noch diesen Charakter, dieses eigene, dass da Leute das immer noch selber betreiben, weißt du? Das, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ist auch so ein bisschen wie beim Grusel-Labyrinth, dass du weißt halt, du spürst einfach, da ist noch Persönlichkeit dahinter, die sich selber darum kümmert, kein Konzern und nichts anderes. Und das finde ich ziemlich cool, ziemlich sympathisch. Es gibt unendlich viele Details zu entdecken. Also ihr müsst euch wirklich viel Zeit nehmen und stehen bleiben und gucken und suchen. Es ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt bei Tag, Nacht groß was verpassen würdet, aber zum Beispiel der Vulkan bricht nachts aus, sieht ja auch geiler aus.
Aber wenn man das in Ruhe macht, dann kriegt man auch Tag und Nacht eigentlich bei jeder Szenerie mit. Ich glaube, das ist so ein Viertelstunden-Rhythmus oder so. Und ich habe jetzt schon gesehen, wir hatten einen Post gemacht, dass wir hier sind. Einige von euch sind da auch sehr hyped drauf, finden das auch richtig cool. Und ich freue mich auf die neuen Bereiche, die kommen. Sache, die kannst du immer wieder machen. Und ja, das ist so, glaube ich, was man alles zum Miniatur Wunderland sagen kann. Größte Modelleisenbahnausstellung der Welt. Das schon seit zig Jahren. Da kommt auch keiner mehr ran. Würde ich auch nicht mehr probieren, das irgendwie nachzumachen. Direkt hier nebenan, eine Tür weiter, ist das Hamburg Dungeon. Wurde auch von euch geschrieben, ob wir das jetzt machen und so. Nee. Weil auf der Homepage ist die, ja, ich glaube, ich verrate zu viel, da gibt es einen Wasser-Darkride, einen Boots-Darkride da drin. Der ist aktuell da nicht gelistet und auf der Karte, auf dieser Map steht, ab April 2022 kommt der wieder. Aber wenn man auf die alten Shows geht, dann ist der da nicht gelistet. Und aktuell haben wir auch keinen Merlin 2 für 1 Coupon. Sehe ich das auch nicht so ein, weil Merlin möchte das ja so. Werden wir irgendwann dann mal machen. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann mir, ja doch, wenn der Dark Ride nicht mehr aufmacht, dann muss ich mir den Arsch beißen. Wir haben es halt zum Beispiel in Amsterdam versäumt, standen davor, sind nicht reingegangen und danach wurde die Achterbahn da drin rausgenommen. Ist aber noch viele, viele, viele Jahre mehr her und da hatte Uschi vor sowas noch Angst, deswegen haben wir das nämlich nicht gemacht. Jetzt traut sie sich ja sowas zu machen. Also das dazu, weil das viele von euch gefragt haben, geschrieben haben. Irgendwann kommt das auf jeden Fall noch. Miniatur Wunderland, wirklich richtig gut. Und ja, Hamburg. Also wettermäßig habe ich auch nichts anderes erwartet, als das, was hier gerade kommt. Das war's mit diesem Video. Ihr habt schon ein Video gesehen zu Harry Potter und das verwunschene Kind. Da gehen wir gleich wieder hin, weil heute ist unsere zweite Vorstellung. Also ihr merkt, man kann jetzt sehr viel kombinieren in Hamburg. Hamburg kann wirklich viel und sieht cool aus. Sonst war es das von uns, von Uschi und von Bro fürs Beispiel Review Magazin. Wir sind raus, ihr seid die coolsten. Und jetzt werden unsere Namen eigentlich gekommen. Naja. Tschüss.